Hallo, ich bin Lee und heute lesen wir mit Genehmigung von Internetmärchen eines der schönsten Märchen aus Tausend und einer Nacht. Möchtest du keines unserer Märchenhörbücher mehr verpassen? Dann klick einfach auf Abonnieren und die kleine Glocke. Ali Baba und die 40 Räuber. Bald nachdem der Räuber und Baba Mustafa sich getrennt hatten, ging Morgiana eines Geschäftes wegen aus dem Hause. Und als sie zurückkam, bemerkte sie das Zeichen, das der Räuber an die Türe gemacht hatte. Sie blieb stehen und betrachtete es aufmerksam. »Was mag wohl dieses Zeichen bedeuten?«, sagte sie bei sich selbst. »Sollte jemand Böses gegen meinen Herrn im Schilde führen, oder ist es bloß zum Scherze gemacht worden?« Dem sei übrigens, wie es wolle, es kann nichts schaden, wenn man sich für jeden Fall sicherstellt. Sie nahm sofort ebenfalls Kreide und da die zwei oder drei vorhergehenden und dahinter folgenden Türen fast ebenso aussahen wie ihre Haustüre, so bezeichnete sie dieselben an der nämlichen Stelle und ging dann sodann in das Haus zurück, ohne weder ihrem Herrn noch dessen Frau etwas davon zu sagen. Der Räuber setzte indes seinen Weg nach dem Walde fort und kam sehr bald zur übrigen Gesellschaft zurück. Er stattete sogleich Bericht vom Erfolg seiner Reise ab und pries über die Maßen sein Glück, dass er gleich anfangs einen Mann gefunden, der ihm das, was ihn in die Stadt geführt, erzählt habe. Denn er hätte es sonst von niemand erfahren können. Alle bezeigten große Freude darüber. Der Hauptmann aber nahm das Wort und nachdem er seinen Eifer gelobt, sprach er folgendermaßen zu der ganzen Gesellschaft. »Kameraden, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Lasst uns wohlbewaffnet, aber ohne, dass man es uns ansieht, aufbrechen und um keinen Verdacht zu erregen, einzeln, einer nach dem anderen in die Stadt gehen. Dort kommt von verschiedenen Seiten her auf dem Marktplatz zusammen, während ich mit unserem Kameraden, der uns eben diese gute Nachricht gebracht hat, das Haus auskundschaften werde, um danach die zweckmäßigen Maßregeln treffen zu können.« Die Rede des Räuberhauptmannes wurde mit großem Beifall aufgenommen, und sie waren bald reisefertig. Sie zogen nun zu zwei und drei von dann, und da sie immer in angemessener Entfernung voneinander gingen, so gelangten sie, ohne Verdacht zu erregen, in die Stadt. Der Hauptmann und der Räuber, der morgens hier gewesen war, trafen zuletzt da selbst ein. Diese führte den Hauptmann in die Straße, wo er Ali Babas Haus bezeichnet hatte, und als er an die erste, von Morgiane bezeichnete Haustüre kam, machte er ihn darauf aufmerksam und sagte, das sei die rechte. Als sie aber, um sich nicht verdächtig zu machen, weiterging, bemerkte der Hauptmann, dass die nächstfolgende Türe ebenfalls dasselbe Zeichen und an derselben Stelle hatte. Er zeigte es daher seinem Führer und fragte ihn, ob es dies Haus sei oder das vorige. Der Mann kam in Verlegenheit und wusste nichts zu antworten, besonders als er und der Hauptmann sahen, dass die vier oder fünf folgenden Türen ebenfalls dasselbe Zeichen hatten. Er versicherte dem Hauptmann mit einem Schwur, dass er bloß eine einzige bezeichnet habe, und setzte dann hinzu, »Es ist mir unbegreiflich, wer die übrigen so ähnlich bezeichnet haben mag. Aber ich muss in dieser Verwirrung gestehen, dass ich dasjenige, was ich selbst bezeichnet habe, nicht mehr herausfinden kann.« Als nun der Hauptmann seinen Plan vereitelt sah, begab er sich nach dem Marktplatze und ließ seinen Leuten durch den ersten Besten, der ihm begegnete, sagen, sie haben sich dieses Mal eine vergebliche Mühe gemacht, und es bleibe nichts anderes übrig, als den Rückweg nach ihrem gemeinschaftlichen Zufluchtsort anzutreten. Er selbst ging voran, und sie folgten ihm alle in derselben Ordnung, wie sie gekommen waren. Nachdem die Bande sich im Walde versammelt hatte, erklärte ihr der Hauptmann, warum er sie habe wieder umkehren lassen. Sogleich wurde der Führer einstimmig des Todes schuldig erklärt. Auch gestand er selbst zu, dass er es verdient habe, weil er bessere Vorsichtsmaßregeln hätte ergreifen sollen.
und ohne Zittern bot er demjenigen den Hals hin, der den Auftrag erhielt, ihm den Kopf abzuschlagen. Da es für das Wohl der Bande sehr wichtig war, den Schaden, den man ihr zugefügt, nicht ungerecht zu lassen, so trat ein anderer Räuber auf, versprach, es solle ihm besser gelingen als seinem Vorgänger und bat sich die Übertragung dieses Geschäfts als eine Gunst aus. Es wurde ihm genehmigt. Er ging nach der Stadt, bestach Baba Mustafa wie sein Vorgänger getan und Baba Mustafa führte ihn mit verbundenen Augen vor Ali Babas Haus. Der Räuber bezeichnete dasselbe an einer weniger bemerkbaren Stelle mit Rötel, in der Hoffnung, er werde es auf diese Art gewiss von der weiß bezeichneten unterscheiden können. Aber bald darauf ging Morgiana aus dem Hause, wie am vorigen Tag, und als sie zurückkam, entging das rote Zeichen ihren scharf blickenden Augen nicht. Sie dachte sich dabei das Nämliche, wie bei dem weißen Zeichen, und machte sogleich an die Türen der Nachbarhäuser, und zwar an die nämliche Stelle, dasselbe Zeichen mit Rötel. Inzwischen kehrte der Räuber zu seiner Bande in den Wald zurück, erzählte, welche Maßregel er genommen, und sagte, es wäre ihm jetzt unmöglich, das bezeichnete Haus mit den anderen zu verwechseln. Der Hauptmann und seine Leute glaubten mit ihm, die Sache müsse jetzt gelingen. Sie begaben sich daher in derselben Ordnung und mit derselben Vorsicht wie tags zuvor, auch ganz ebenso bewaffnet nach der Stadt, um den Plan auszuführen, den sie ersonnen hatten. Der Hauptmann und der Räuber gingen sogleich in die Straße Ali Babas, fanden aber dieselbe Schwierigkeit wie das erste Mal. Der Hauptmann wurde darüber erzürnt und der Räuber geriet in dieselbe Bestürzung wie derjenige, der vor ihm diesen Auftrag gehabt hatte. So sah sich der Hauptmann genötigt, ebenso unbefriedigt wie das erste Mal, noch am selben Tage mit seinen Leuten den Rückweg anzutreten. Der Räuber, der an dem Misslingen des Planes schuld war, erlitt gleicherweise die Strafe, die er sich freiwillig unterworfen hatte. Da nun der Hauptmann seine Bande um 2 wackere Leute vermindert sah, fürchtete er, sie möchte noch mehr abnehmen, wenn er sich bei der Erforschung von Ali Babas Haus auch fernerhin auf andere verlassen wollte. Ihr Beispiel zeigte ihm, dass sie mehr zu kühnen Waffentaten geeignet waren, als zu solchen Unternehmungen, wo man klug und listig zu Werke gehen musste. Er übernahm daher die Sache selbst und ging nach der Stadt, wo ihm Baba Mustafa denselben Dienst leistete wie den beiden Abgesandten seiner Bande. Er machte jedoch kein Merkzeichen an Ali Babas Haus, sondern ging mehrere Male vorüber und betrachtete es so genau, dass er es durchaus nicht mehr verfehlen konnte. Nachdem er sich nun von allem, was er wünschte, unterrichtet hatte, ging der Räuberhauptmann wohl zufrieden mit seiner Reise nach dem Walde zurück. Und als er in die Felsenhöhle kam, wo die ganze Bande ihn erwartete, sagte er zu ihnen: »Kameraden, jetzt kann uns nichts mehr hindern, volle Rache für die Bosheit zu nehmen, die an uns verübt worden ist. Ich kenne das Haus des Schurken, den sie treffen soll, ganz genau. Und habe unterwegs auf Mittel gedacht, die Sache so schlau anzugreifen, dass niemand weder von unserer Höhle noch von unserem Schatz etwas ahnen soll. Denn dies ist der Hauptzweck, den wir bei unserem Unternehmen vor Augen haben müssen. Sonst würde es uns ins Verderben stürzen. Hört einmal«, fuhr der Hauptmann fort, »was ich ausgesonnen habe, um diesen Zweck zu erreichen. Wenn ich euch meinen Plan auseinandergesetzt haben werde und einer von euch ein besseres Mittel weiß, so mag er es uns dann mitteilen.« Sofort erklärte er ihnen, wie er die Sache anzugreifen gedenke, und als ihm alle ihren Beifall zu erkennen gaben, befahl er ihnen, sich in die umliegenden Dörfer und Flecken und auch in die Stadt zu zerstreuen und 19 Maulesel zu kaufen, nebst 38 großen ledernen Ölschläuchen, den einen voll, die anderen aber leer. Binnen 2 bis 3 Tagen hatten die Räuber alles beisammen.
Da die leeren Schläuche an der Mündung für seinen Zweck etwas zu eng waren, so ließ der Hauptmann sie ein wenig erweitern. Und nachdem er in jeden Schlauch einer seiner Leute mit den nötigen Waffen hatte hineinkriechen lassen, wobei jedoch eine aufgetrennte Ritze offen blieb, damit sie frei Atem schöpfen konnten, so verschloss er die Schläuche so, dass man glauben müsste, es sei Öl darin. Um aber die Täuschung zu vollenden, befeuchtete er sie von außen mit Öl, das er aus dem vollen Schlauch nahm. Nachdem er diese Anordnung getroffen und die 37 Räuber, jeden in einem Schlauch steckend, nebst dem Öl angefüllten Schlauche auf die Maultiere geladen hatte, nahm der Hauptmann um die festgesetzte Stunde mit denselben seinen Weg nach der Stadt und kam in der Abenddämmerung etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang vor derselben an. Er ging zum Tore hinein und geraden Weges auf Ali Babas Haus zu, in der Absicht, bei ihm anzuklopfen und von der Gefälligkeit des Hausherrn für sich und seine Maultiere ein Nachtlager zu erbitten. Er brauchte nicht anzuklopfen, denn Ali Baba saß vor der Tür, um nach dem Abendessen frische Luft zu schöpfen. Er ließ daher seinen Maulesel Halt machen, wandte sich an Ali Baba und sagte zu ihm: »Herr, ich bringe das Öl, das du hier siehst, aus weiter Ferne her, um es morgen auf dem Markte zu verkaufen. Aber da es schon so spät ist, so weiß ich nicht, wo ich ein Unterkommen finden soll. Wenn es dir nicht zu lästig wäre, so würde ich dich um die Gefälligkeit bitten, mich für diese Nacht in deinem Hause aufzunehmen. Ich würde dir großen Dank dafür wissen.« Obgleich Ali Baba den Mann, der jetzt mit ihm sprach, bereits im Walde gesehen und auch reden gehört hatte, so konnte er ihn doch in seinem Ölhändleraufzuge unmöglich als den Hauptmann jener 40 Räuber wiedererkennen. »Sei mir willkommen«, sagte er zu ihm, »und tritt herein.« Mit diesen Worten machte er ihm Platz, dass er samt seinen Maultieren hineingehen konnte. Ali Baba rief nun seinen Sklaven und befahl ihm, sobald die Maultiere abgepackt sein würden, sie nicht bloß in den Stall zu führen, sondern ihnen auch Gerste und Heu zu bringen. Auch nahm er sich die Mühe, in die Küche zu gehen und Morgiane zu befehlen, sie solle für den neu angekommenen Gast schnell ein gutes Abendbrot bereiten und in einem Zimmer ein Bett für ihn herrichten. Ali Baba tat noch mehr, um seinem Gast viele Ehre zu bezeigen. Als er nämlich sah, dass der Räuberhauptmann seine Maulesel abgepackt hatte und diese, wie er befohlen, in den Stall gebracht worden waren, so nahm er den Fremden, der die Nacht unter freiem Himmel zubringen wollte, bei der Hand und führte ihn in den Saal, wo er seine Besuche zu empfangen pflegte. Mit der Erklärung, er werde es nicht zulassen, dass er im Hofe übernachte. Der Räubermann verbat sich diese Ehre, indem er sagte, er wolle ihm durchaus nicht zur Last fallen. Der wahre Grund aber war, damit er seinen Plan umso ungestörter ausführen könnte. Indes bat ihn Ali Baba so höflich und so dringend, dass sie ihm nicht länger widerstehen konnte. Ali Baba leistete demjenigen, der ihm nach dem Leben trachtete, nicht bloß so lange Gesellschaft, bis Morgiane das Abendbrot auftrug, sondern unterhielt sich mit ihm auch noch fortwährend über allerlei Dinge, von denen er glaubte, sie können ihm Vergnügen machen. Und er verließ ihn nicht eher, als bis er sein Mahl vollendet hatte. »Ich lasse dich jetzt allein«, sagte er dann zu ihm. »Wenn du irgendetwas wünschest, so darfst du es nur sagen. Alles, was in meinem Hause ist, steht zu deinen Diensten.« Der Räuberhauptmann stand zugleich mit Ali Baba auf und begleitete ihn bis an die Türe. Während nun Ali Baba in die Küche ging, um mit Morgiane zu sprechen, begab er sich in den Hof unter dem Vorwand, er wolle im Stall nachsehen, ob es seinen Maultieren an nichts fehle. Nachdem Ali Baba Morgiane von Neuem empfohlen hatte, für seinen Gast aufs Beste zu sorgen und ihm nichts abgehen zu lassen, fügte er hinzu: »Morgiane, ich will dir jetzt nur noch sagen, dass ich morgen vor Tag ins Bad gehe. Mache mir meine Badetücher zurecht und gib sie Abdallah«, so hieß sein Sklave. »Sodann besorge mir eine gute Fleischbrühe, bis ich nach Hause komme.« Nachdem er ihr diese Befehle gegeben hatte, ging er zu Bett.
Indes gab der Räuberhauptmann, der aus dem Stalle herauskam, seinen Leuten Befehl, was sie tun sollen. Vom ersten Schlauche an bis zum letzten, sagte er zu jedem, »Wenn ich euch von meinem Schlafgemach kleine Steinchen herabwerfe, so schneide mit dem Messer, das du bei dir hast, den Schlauch von oben bis unten auf und krieche aus der Öffnung heraus. Ich werde dann bald bei euch sein.« Das Messer, von dem er sprach, war für diesen Zweck eigens gespitzt und geschliffen. Nachdem dies geschehen war, kehrte er zurück, und sobald er sich an der Küchentüre zeigte, nahm Morgiana ein Licht, führte ihn nach dem für ihn eingerichteten Zimmer und ließ ihn dort allein, nachdem sie ihn zuvor gefragt hatte, ob er nichts weiter zu wünschen habe. Um keinen Argwohn zu erregen, löschte er bald darauf das Licht aus und legte sich ganz angekleidet nieder, so dass er gleich nach dem ersten Schlafe wieder aufstehen könnte. Morgiane vergaß Ali Babas Befehl nicht. Sie legte seine Badetücher zurecht, übergab sie an Abdallah, der noch nicht schlafen gegangen war, und stellte den Topf zur Fleischbrühe ans Feuer. Während sie nun den Topf abschöpfte, löschte plötzlich die Lampe aus. Im ganzen Hause war kein Öl mehr und zufällig auch keine Lichter vorrätig. Was sollte sie nun anfangen? Um ihren Topf abzuschöpfen, musste sie notwendig hell sehen. Sie entdeckte in ihrer Verlegenheit Abdallah, der zur Antwort gab, »Da gibt es freilich keinen anderen Rat, als dass du dir aus einem der Schläuche unten im Hofe etwas Öl holst.« Morgiane dankte Abdallah für diesen Rat, und während er neben Ali Babas Zimmer sich niederlegte, um ihn dann ins Bad zu begleiten, nahm sie den Ölkrug und ging in den Hof. Als sie sich dem ersten besten Schlauch näherte, fragte der Räuber, der darin steckte, ganz leise, »Ist es Zeit?« Obwohl nun der Räuber leise gesprochen hatte, so wurde Morgiane doch über diese Stimme umso mehr stutzig, weil der Räuberhauptmann, nachdem er seine Maulesel abgeladen, nicht bloß diesen Schlauch, sondern auch alle übrigen geöffnet hatte, um seinen Leuten frische Luft zu verschaffen. Diese hatten ohnehin eine sehr üble Lage darin, obschon sie Atem holen konnten. Jede andere Sklavin als Morgiane, obwohl sie freilich nicht wenig überrascht war, statt des gesuchten Öls einen Mann in dem Schlauche zu finden, hätte darüber wahrscheinlich Lärm gemacht und vielleicht großes Unglück angerichtet. Morgiane aber war weit verständiger als ihresgleichen. Sie begriff sogleich, wie wichtig es war, die Sache geheim zu halten, in welch dringender Gefahr Ali Baba nebst seiner Familie und sie selbst schwebte, und dass sie jetzt notwendig so schnell als möglich und ohne allen Lärm ihre Maßregeln ergreifen musste. Gott, der Herr, hatte sie mit Verstand gesegnet, so dass sie die Mittel dazu bald erkannte. Sie fasste sich im Augenblicke wieder und ohne im Mindesten Schrecken zu verraten, antwortete sie, als ob sie der Räuberhauptmann wäre, »Noch nicht, aber bald.« Darauf näherte sie sich dem folgenden Schlauche, wo sie dieselbe Frage hörte, und so fort, bis sie zum letzten kam, der von Öl war. Sie gab auf jede Frage immer dieselbe Antwort. Morgiane erkannte daraus, dass ihr Herr Ali Baba nicht, wie er glaubte, ein Ölhändler, sondern 37 Räuber nebst ihrem Hauptmann, den verkleideten Kaufmann in seinem Hause, beherbergte. Sie füllte daher in aller Eile ihren Krug mit Öl, das sie aus dem letzten Schlauche nahm, kehrte sodann in die Küche zurück und, nachdem sie Öl in die Lampe gegossen und sie wieder angezündet hatte, nahm sie einen großen Kessel, ging wieder in den Hof und füllte ihn mit Öl aus dem Schlauche. Sodann ging sie wieder in die Küche und setzte ihn über ein gewaltiges Feuer, in das sie immer neues Holz zuschob, denn je eher das Öl ins Sieden kam, desto eher konnte sie auch den Plan ausführen, den sie zum gemeinsamen Wohl des Hauses entworfen hatte und der keinen Aufschub zuließ. Als endlich das Öl kochte, nahm sie den Kessel und goss in jeden Schlauch, vom ersten bis zum letzten, so viel siedendes Öl, als hinreichend war, um die Räuber zu ersticken und zu töten.
Nachdem Morgiane diese Tat, die ihrem Mut alle Ehre machte, ebenso geräuschlos ausgeführt als ausgedacht hatte, kehrte sie mit dem leeren Kessel in die Küche zurück und verschloss sie. Sodann löschte sie das große Feuer, das sie angezündet hatte, aus und ließ bloß so viel übrig, als nötig war, um die Fleischbrühe für Ali Baba zu kochen. Zuletzt blies sie auch die Lampe aus und verhielt sich ganz still, denn sie hatte beschlossen, nicht eher zu Bett zu gehen, bis sie durch ein Küchenfenster, das nach dem Hofe hinaussah, alles beobachtet hätte, was etwa vorging. Morgiane hatte noch keine Viertelstunde gewartet, als der Räuberhauptmann erwachte. Er stand auf, öffnete das Fenster, sah hinaus und da er nirgends mehr Licht gewahrte, sondern überall im Hause die tiefste Ruhe und Stille herrschen sah, so gab er das verabredete Zeichen, indem er kleine Steine hinabwarf. Mehrere davon fielen, wie er sich durch den Schall überzeugen konnte, auf die ledernen Schläuche. Er horchte begierig, hörte und merkte aber nichts, woraus er hätte schließen können, dass seine Leute sich in Bewegung setzten. Dies beunruhigte ihn, und er warf zum zweiten und dritten Mal kleine Steine hinab. Sie fielen auf die Schläuche, aber keiner von den Räubern gab das geringste Lebenszeichen von sich. Da er dies nicht begreifen konnte, ging er in der höchsten Bestürzung und so leise als möglich in den Hof hinab und näherte sich dem ersten Schlauche. Als er aber den darin befindlichen Räuber fragen wollte, ob er schlafe, so stieg ihm ein Geruch von heißem Öl und von etwas Verbranntem aus dem Schlauch entgegen. Und er erkannte daraus, dass sein Plan gegen Ali Baba, ihn zu ermorden, auszuplündern und das seiner Gesellschaft geraubte Gold wieder mitzunehmen, gänzlich fehlgeschlagen hatte. Er ging nun zum folgenden Schlauch und sofort bis zum letzten und fand, dass alle seine Leute auf dieselbe Weise umgekommen waren. Die Abnahme des Öls in dem vollen Ölschlauche zeigte ihm, welche Mittel und Wege man sich bedient hatte, um seinen Plan zu vereiteln. Jetzt, da er alle seine Hoffnungen zertrümmert sah, brach er, Verzweiflung im Herzen, durch die Türe, die aus dem Hof in Ali Babas Gärten führte, und flüchtete sich, indem er über eine Gartenmauer nach der anderen sprang. Als Morgiane kein Geräusch mehr hörte und nach geraumem Warten den Räuberhauptmann nicht zurückkommen sah, so zweifelte sie nicht mehr daran, dass er durch den Garten geflohen sei. Denn durch die Haustüre konnte er nicht zu entrinnen hoffen, da sie doppelt geschlossen war. Hoch erfreut, dass es ihr so gut gelungen war, das ganze Haus zu retten, ging sie endlich zu Bett und schlief ein. Ali Baba indes stand Vortage auf und ging, von seinen Sklaven begleitet, ins Bad. Er hatte nicht die geringste Ahnung von der grässlichen Begebenheit, die sich, während er schlief, in seinem Hause zugetragen hatte. Denn Morgiane hatte nicht für nötig gefunden, ihn aufzuwecken, weil sie im Augenblicke der Gefahr keine Zeit zu verlieren hatte und nach Abwendung derselben ihn nicht in seiner Ruhe stören wollte. Als Ali Baba aus dem Bad in sein Zimmer zurückkam und die Sonne schon hell am Himmel glänzte, dass die Ölschläuche noch am alten Platze standen, und es war ihm unbegreiflich, dass der Kaufmann mit seinen Eseln nicht auf den Markt gegangen sein solle. Er fragte deshalb Morgiane, die ihm die Türe öffnete und alles so stehen und liegen gelassen hatte, damit er es selbst sehen möchte und sie ihm recht deutlich machen könnte, was sie zu seiner Rettung beigetragen habe. »Mein guter Herr«, antwortete Morgiane, »Gott und der heilige Prophet erhalte dich und dein Haus. Du wirst dich von dem, was du zu wissen verlangst, besser überzeugen, wenn deine eigenen Augen sehen werden, was ich ihnen zeigen will. Nimm dir einmal die Mühe, mit mir zu kommen.« Ali Baba folgte seiner Magd. Diese verschloss die Türe, führte ihn zum ersten Schlauch und sagte dann, »Blicke einmal in diesen Schlauch hinein, da wirst du noch nie solches Öl gesehen haben.« Ali Baba blickte hinein, und als er in dem Schlauche einen Mann sah, erschrak er über die Maßen, schrie laut auf und sprang zurück, wie wenn er auf eine Schlange getreten wäre. »Fürchte nichts«, sagte Morgiane zu ihm,
Der Mann, den du da siehst, wird dir nichts Böses tun. Er hat das Maß seiner Missetaten erfüllt, aber jetzt kann er niemandem mehr Schaden zufügen, denn er ist tot. Morgiana, rief Ali Baba, beim erhabenen Propheten, sage mir, was soll das heißen? Ich will es dir erklären, sagte Morgiana. Aber mäßige die Ausbrüche deiner Verwunderung und reize nicht die Neugierde der Nachbarn, auf dass sie nicht deine Sache erfahren, welche geheim zu halten und von großer Wichtigkeit für dich ist. Sieh jedoch zuvor in die übrigen Schläuche. Ali Baba sah in die anderen Schläuche nach der Reihe hinein, vom ersten bis zum letzten, worin Öl war, das sichtbar abgenommen hatte. Als er nun alle gesehen hatte, blieb er wie angewurzelt stehen, indem er seine Augen bald auf die Schläuche, bald auf Morgiane heftete, und so groß war sein Erstaunen, dass er lange kein Wort sprechen konnte. Endlich erholte er sich wieder und fragte dann, »Aber was ist denn aus dem Kaufmann geworden?« »Der Kaufmann«, antwortete Morgiane, »ist so wenig ein Kaufmann, als ich eine Kaufmännin bin. Ich will dir sagen, was er ist und wohin er sich geflüchtet hat. Doch wirst du diese Geschichte viel bequemer auf deinem Zimmer anhören, denn deine Gesundheit erfordert, dass du jetzt, nachdem du aus dem Bade gekommen, etwas Fleischbrühe genießest.« Während Ali Baba sich auf sein Zimmer begab, holte Morgiane die Fleischbrühe aus der Küche und überbrachte sie ihm. Ali Baba sagte aber, ehe er sie zu sich nahm, »Fange immerhin an, meine Ungeduld zu befriedigen und erzähle mir diese seltsame Geschichte mit allen einzelnen Umständen.« Morgiane erfüllte den Willen ihres Herrn und sprach also, »Herr, gestern Abend, als du bereits zu Bett gegangen warst, legte ich, wie du mir befohlen, deine Badetücher zurecht und übergab sie Abdallah. Sodann stellte ich den Topf mit der Fleischbrühe ans Feuer und während ich diese schäumte, erlosch auf einmal die Lampe, weil kein Öl mehr darin war. Im Kruge kein Tröpfchen mehr zu finden und ebenso wenig konnte ich ein Stümpchen Licht bekommen. Abdallah, der meine Verlegenheit bemerkte, erinnerte mich an die vollen Ölschläuche im Hofe, denn er zweifelte ebenso wenig als ich und du selbst, dass es solche wären. Ich nahm also meinen Ölkrug und lief zu dem nächsten besten Schlauche. Als ich nahe daran war, kam eine Stimme aus demselben, die mich fragte, »Ist es Zeit?« Ich erschrak nicht, sondern erkannte sogleich die Bosheit des falschen Kaufmanns und antwortete ohne Zögern, »Noch nicht, aber bald.« Ich trat zum folgenden Schlauche und eine andere Stimme tat dieselbe Frage an mich, worauf ich dieselbe Antwort wiedergab. So ging ich denn von einem Schlauche zum anderen, immer dieselbe Frage und immer dieselbe Antwort, und erst im letzten Schlauche fand ich Öl, womit ich den Krug füllte. Als ich nun überlegte, dass sich mitten in deinem Hofe 37 Räuber befanden, welche nur auf ein Zeichen oder ein Befehl ihres Anführers, den du für einen Kaufmann hieltest und so gut aufgenommen hattest, warteten, um das ganze Haus auszuplündern, so glaubte ich, jetzt sei keine Zeit mehr zu verlieren. Ich trug daher den Krug zurück, zündete die Lampe an, nahm den größten Kessel in der ganzen Küche und füllte ihn mit Öl. Sodann stellte ich ihn über das Feuer, und als das Öl recht kochte, so goss ich in jeden Schlauch, worin ein Räuber steckte, so viel hinein, als hinlänglich war, um sie an der Ausführung des verderblichen Planes zu verhindern, der sie hierher geführt hatte. Nachdem nun die Sache ein solches Ende genommen, wie ich es mir gedacht hatte, kehrte ich in die Küche zurück, löschte die Lampe aus und, bevor ich zu Bett ging, fing ich an, durchs Fenster ruhig zu beobachten, was der falsche Ölhändler wohl jetzt tun würde. Nach einer Weile hörte ich, dass er zum Zeichen für seine Leute kleine Steine aus dem Fenster und auf die Schläuche warf. Er wiederholte das Ganze mehrere Male, als er aber nicht sich regen sah oder hörte, so ging er hinab, und ich sah ihn von einem Schlauche zum anderen gehen, bis ich ihn in der Dunkelheit der Nacht aus dem Auge verlor. Doch gab ich noch einige Zeit Acht, und da ich ihn nicht zurückkommen sah, so zweifelte ich nicht, er werde in der Verzweiflung über seinen misslungenen Plan durch den Garten entflohen sein. Nachdem ich mich nun überzeugt hatte, dass das Haus in Sicherheit sei, ging ich zu Bett. »Dies ist nun«, setzte Morgiane zum Schlusse hinzu, »die Geschichte, nach der du gefragt hast, und ich bin überzeugt, dass sie mit einer Bemerkung zusammenhängt, die ich vor einigen Tagen gemacht habe, aber euch nicht mitteilen zu müssen glaubte.«
Als ich nämlich einmal sehr früh morgens von meinem Gang in die Stadt zurückkehrte, bemerkte ich, dass die Haustüre weiß bezeichnet war, und den Tag darauf bemerkte ich ein rotes Zeichen. Da ich nun aber nicht wusste, zu welchem Zweck dies geschehen war, so bezeichnete ich jedes Mal 2 bis 3 Nachbarhäuser sowohl vor als hinter uns in der Reihe ebenso an derselben Stelle. Wenn du nun dies mit der Geschichte der letzten Nacht zusammenhältst, so wirst du finden, dass alles von den Räubern im Walde angezettelt worden ist, deren Bande sich indes, ich weiß nicht warum, um 2 Köpfe verringert hat. Wie dem auch sein mag, es sind ihrer im höchsten Falle nur noch 3 am Leben. Dies beweist, dass sie dir den Untergang geschworen haben und dass du sehr auf deiner Hut sein musst, solange man weiß, dass noch einer davon am Leben ist. Ich für meine Person werde nichts unterlassen, um meiner Pflicht gemäß für deine Erhaltung zu sorgen. Als Morgiane ausgesprochen hatte, erkannte Ali Baba wohl, welch wichtigen Dienst sie ihm geleistet, und sprach voll Dankbarkeit also zu ihr: »Ich will nicht sterben, bevor ich dich nach deinem Verdienst belohnt habe. Dir habe ich mein Leben zu verdanken, und um dir gleich jetzt einen Beweis von Erkenntlichkeit zu geben, schenke ich dir von Stund an die Freiheit. Behalte mir aber vor, noch weiter an dich zu denken. Auch ich bin davon überzeugt, dass die 40 Räuber mir diese Falle gelegt haben. Gott, der Allmächtige und Allbarmherzige, hat mich durch seine Hand befreit. Ich hoffe, dass er mich auch ferner von ihrer Bosheit beschützen, dass er sie vollends ganz von meinem Haupte abwenden und die Welt von den Verfolgungen dieser verfluchten Otterbrut befreien wird. Doch müssen wir jetzt vor allem die Leichen von diesen Auswürflingen des Menschengeschlechts beerdigen, aber in aller Stille, so dass niemand etwas von ihrem Schicksal ahnen kann. Das will ich mit Abdallah jetzt besorgen.« Ali Babas Garten war sehr lang und hinten von hohen Bäumen begrenzt. Ohne zu säumen ging er mit seinem Sklaven unter diese Bäume, um eine lange und breite Grube zu machen, wie für die Leichname, welche hineingelegt werden sollten, notwendig war. Der Boden war leicht aufzulockern und sie brauchten nicht viel Zeit zu diesem Geschäfte. Sie zogen nun die Leichname aus den Lederschläuchen heraus, legten die Waffen, womit die Räuber sich versehen hatten, beiseite, schleppten dann die Leichname an das Ende des Gartens, brachten sie der Reihe nach in die Grube hinein, schütteten die aufgegrabene Erde über sie hin und zerstreuten dann die übrige Erde in die Runde umher, so dass der Boden wieder so eben wurde wie zuvor. Die Ölschläuche und die Waffen ließ Ali Baba sorgfältig verstecken. Die Maulesel aber, die er zu nichts brauchen konnte, schickte er zu verschiedenen Malen auf den Markt und ließ sie durch seine Sklaven verkaufen. Während nun Ali Baba all diese Maßregeln ergriff, um die Art, wie er in so kurzer Zeit so reich geworden war, der Kunde der Leute zu entziehen, war der Hauptmann der 40 Männer mit bitterem Herzeleid in den Wald zurückgekehrt. Dieser unglückliche und seinen Hoffnungen so ganz zuwiderlaufende Ausgang der Sache kränkte ihn dermaßen und machte ihn so bestürzt, dass er unterwegs keinen Entschluss fassen konnte, was er gegen Ali Baba nunmehr unternehmen sollte, sondern, ohne zu wissen wie, in die Höhle zurückkam. Grässlich war es ihm, als er sich in diesem düsteren Aufenthalt nun allein sah. Grässlich war es ihm, als er sich in diesem düsteren Aufenthalt nun allein sah. »Ihr wackeren Leute alle«, rief er, »Gefährten meiner Nachtwachen, meiner Streifereien und meiner Anstrengungen, wo seid ihr? Was kann ich ohne euch tun? Also bloß darum habe ich euch zusammengebracht und auserlesen, um euch auf einmal durch ein so unseliges und eures Mutes so unwürdiges Schicksal umkommen zu sehen?« »Ich würde auch weniger beklagen, wenn ihr mit dem Säbel in der Faust als tapfere Männer gestorben wäret. Wann werde ich je wieder eine solche Schar von braven Leuten wie ihr waret zusammenbringen können? Und wenn ich es auch wollte, könnte ich es wohl unternehmen, ohne all dieses Gold und Silber, alle diese Schätze demjenigen als Beute überlassen zu müssen, bevor ich ihm das Leben genommen habe?« »Was ich mit eurem mächtigen Beistande nicht auszuführen vermochte, muss ich jetzt ganz allein tun. Und wenn ich nun den Schatz vor Plünderung bewahrt haben werde, so will ich auch dafür sorgen, dass es ihm nach mir nicht an einem wackeren Herrn fehle, auf dass er sich bis auf die spätesten Nachkommen erhalte und vermehre.« Nachdem er diesen Entschluss gefasst hatte, war er über die Mittel, ihn auszuführen, nicht verlegen. Sein Herz wurde wieder ruhig. Er überließ sich aufs neue schönen Hoffnungen und versank in einen tiefen Schlaf.
Am anderen Morgen wachte der Räuberhauptmann früh auf, legte seinem Plane gemäß ein sehr stattliches Kleid an, ging in die Stadt und nahm eine Wohnung in einem Chan. Da er erwartete, das, was bei Ali Baba vorgegangen war, müsste Aufsehen erregt haben, so fragte er den Aufseher des Chans gelegentlich im Gespräch, ob es nichts Neues in der Stadt gebe. Und dieser erzählte ihm verschiedene Sachen, aber nur nicht das, was er zu wissen wünschte. Er schloss daraus, Ali Baba werde bloß darum ein Geheimnis aus der Sache machen, weil er nicht bekannt werden lassen wolle, dass er etwas von dem Schatze wisse und das Geheimnis, ihn zu öffnen, besitze. Auch sei ihm wahrscheinlich nicht unbewusst, dass man ihm bloß deshalb nach dem Leben trachte. Dies bestärkte ihn in dem Vorsatz, alles zu tun, um ihn auf eine ebenso geheime Art aus dem Weg zu schaffen. Der Räuberhauptmann versah sich mit einem Pferd, mit dem er mehrere Reisen in den Wald machte, um verschiedene Arten reicher Seidenstoffe und feiner Schleiertücher in seine Wohnung zu bringen. Dabei traf er die nötigen Maßregeln, um den Ort, wo er dieselben holte, geheim zu halten. Als er nun so viele Waren, als er zweckdienlich glaubte, beisammen hatte, suchte er sich einen Laden, um sie zu verkaufen, und er fand auch einen. Er mietete ihn von seinem Eigentümer, stattete ihn aus und bezog ihn. Ihm gegenüber befand sich der Laden, der früher Kasim gehört hatte, aber seit einiger Zeit von Ali Babas Sohn in Besitz genommen war. Der Räuberhauptmann, der den Namen Khogia Hussein angenommen hatte, ermangelte nicht, als neuer Ankömmling der Sitte gemäß den Kaufleuten, die seine Nachbarn waren, seine Aufwartung zu machen. Da Ali Babas Sohn noch jung, wohlgebildet und sehr verständig war und er mit ihm öfter als mit anderen Kaufleuten zu sprechen Gelegenheit hatte, so schloss er bald Freundschaft mit ihm. Er suchte seinen Umgang umso angelegentlicher, als er 3 bis 4 Tage nach Errichtung seines Ladens Ali Baba wiedererkannte, der seinen Sohn besuchte und, wie er von Zeit zu Zeit zu tun pflegte, sich längere Zeit mit ihm unterhielt. Als er vollends von dem Jüngling erfuhr, dass Ali Baba sein Vater sei, so verdoppelte sich seine Gefälligkeit gegen ihn. Er liebkoste ihn, machte ihm kleine Geschenke und lud ihn mehrere Male zu Tische. Ali Babas Sohn glaubte, Khogia Hussein diese Höflichkeit erwidern zu müssen. Da er aber sehr eng wohnte und nicht so bequem eingerichtet war, um ihn, wie er wünschte, bewirten zu können, so sprach er darüber mit seinem Vater Ali Baba und bemerkte ihm, es würde wohl nicht schicklich sein, wenn er die Höflichkeiten Khogia Husseins noch länger unerwidert ließe. Ali Baba nahm es mit Vergnügen auf sich, den Fremden zu bewirten. »Mein Sohn«, sagte er, »morgen ist Freitag, und da die großen Kaufleute wie Khogia Hussein und du an diesem Tage eure Läden geschlossen halten, so mache nachmittags einen Spaziergang mit ihm und richte es auf dem Rückwege so ein, dass du ihn an meinem Hause vorbeiführest und hereinzutreten nötigst. Es ist besser, die Sache macht sich so, als dass du ihn förmlich einladest. Ich werde Morgiane Befehle geben, dass sie ein Abendessen zugerichtet in Bereitschaft hält.« Am Freitagnachmittag fanden sich Ali Babas Sohn und Khogia Hussein wirklich an dem Orte ein, wohin sie sich bestellt hatten, und machten ihren Spaziergang miteinander. Auf dem Rückwege führte Ali Babas Sohn seinen Freund absichtlich durch die Straße, wo sein Vater wohnte. Und als sie vor der Haustüre waren, blieb er stehen, klopfte an und sagte zu ihm, »Hier ist das Haus meines Vaters. Da ich ihm schon viel erzählt habe von der freundlichen Art, wie du mir überall entgegenkommst, so hat er mich beauftragt, ihm die Ehre deiner Bekanntschaft zu verschaffen. Ich ersuche dich nun, die Zahl deiner Gefälligkeiten gegen mich durch diese noch zu vermehren.« Obgleich nun Khogia Hussein zu dem Ziel gelangt war, nach dem er strebte, nämlich Eintritt in Ali Babas Haus zu erhalten und ihn ohne eigene Gefahr und ohne großen Lärm zu töten, so brachte er dennoch allerhand Entschuldigungen hervor und stellte sich, als wollte er von dem Sohne Abschied nehmen. Da aber in diesem Augenblicke Ali Babas Sklave öffnete, so nahm ihn der Sohn artig bei der Hand, ging voran und zwang ihn gewissermaßen, mit ihm hineinzukommen. Ali Baba empfing Khogia Hussein mit freundlichem Gesichte und so gut, als er es nur wünschen konnte.
Er dankte ihm für die Güte, die er gegen seinen Sohn bewiesen, und sagte dann: »Wir beide sind dir dafür zu umso größerem Danke verpflichtet, weil er noch ein junger in der Welt, unerfahrener Mensch ist und du es nicht unter deiner Würde erachtest, zu seiner Bildung mitzuwirken.« Chogia Hussein erwiderte Ali Babas Höflichkeiten durch andere und versicherte ihm zugleich, wenn seinem Sohne auch die Erfahrung von Greisen abgehe, so habe er doch einen guten Verstand, der so viel wert sei als die Erfahrung von 1000 anderen. Nachdem sie sich eine Zeit lang über verschiedene, gleichgültige Gegenstände unterhalten hatte, wollte Chogia Hussein sich verabschieden. Ali Baba ließ es aber nicht zu. »Herr«, sagte er zu ihm, »wohin willst du gehen? Ich bitte dich, erweise mir die Ehre, ein Abendbrot bei mir einzunehmen. Das Mahl, das ich dir geben will, ist freilich bei weitem nicht so glänzend, als du verdienst. Aber ich hoffe, du werdest es, so wie es ist, mit ebenso gutem Herzen annehmen, wie ich es dir biete.« antwortete Chogia Hussein mit verstellter Stimme, »ich bin von deiner guten Gesinnung vollkommen überzeugt, und wenn ich dich bitte, es mir nicht übel zu nehmen, dass ich dein höfliches Anerbieten ausschlage, so bitte ich dich zugleich zu glauben, dass dies weder aus Verachtung noch aus Unhöflichkeit geschieht, sondern weil ich einen besonderen Grund dazu habe, den du selbst billigen würdest, wenn er dir bekannt wäre.« »Und was mag dies für ein Grund sein, Herr?« versetzte Ali Baba. »Darf ich dich wohl darum fragen?« »Ich kann es dir wohl sagen«, antwortete Chogia Hussein. »Ich esse nämlich weder Fleisch noch andere Gerichte, wobei Salz ist. Du kannst hieraus selbst schließen, welche Rolle ich an deinem Tische spielen würde.« »Wenn du sonst keinen Grund hast«, fuhr Ali Baba dringender fort, »so soll dieser mich gewiss nicht der Ehre berauben, dich heute Abend an meinem Tische zu besitzen. Außer du müsstest etwas anderes vorhaben. Erstens ist in dem Brote, das man bei mir isst, kein Salz, und was Fleisch und die Brühen betrifft, so verspreche ich dir, dass in dem, was dir vorgesetzt werden wird, ebenfalls keines sein soll. Ich will sogleich die nötigen Befehle geben. Erweise mir daher die Gefälligkeit, bei mir zu bleiben. Ich komme im Augenblick wieder zurück.« Ali Baba ging in die Küche und befahl Morgiane, das Fleisch, das sie heute auftragen würde, nicht zu salzen, und außer den Gerichten, die er schon früher bei ihr bestellt hatte, schnell noch 2 bis 3 andere zu bereiten, worin kein Salz sei. Morgiane, die soeben im Begriff war, aufzutragen, konnte nicht umhin, ihre Unzufriedenheit über diesen neuen Befehl zu äußern und sich darüber gegen Ali Baba zu erklären. »Wer ist denn«, fragte sie, »dieser eigensinnige Mann, der kein Salz essen will? Deine Mahlzeit wird nicht mehr gut sein, wenn ich sie später auftrage.« »Werde nur nicht böse, Morgiane«, antwortete Ali Baba. »Es ist ein rechtschaffener Mann, deswegen tu, was ich dir sage.« Morgiane gehorchte, aber mit Widerwillen, und es ergriff sie große Neugierde, den Mann kennenzulernen, der kein Salz essen wollte. Als sie das Mahl bereitet und Abdallah den Tisch gedeckt hatte, half sie ihm die Speisen hineintragen. Indem sie nun Chogia Hussein ansah, erkannte sie ihn sogleich, trotz seiner Verkleidung, als den Räuberhauptmann, und bei längerer aufmerksamer Betrachtung bemerkte sie, dass er unter seinem Kleide einen Dolch versteckt trug. »Jetzt wundere ich mich nicht mehr«, sagte sie in ihrem Herzen, »dass dieser Gottlose mit meinem Herrn kein Salz essen will. Er ist sein hartnäckigster Feind und will ihn ermorden, aber ich will ihn schon daran verhindern.« Sobald Morgiane mit Abdallah das Auftragen besorgt hatte, benutzte sie die Zeit, während die Herren aßen, um die nötigen Vorbereitungen zur Ausführung eines Planes zu treffen. Ja, ein Plan, der von mehr als gewöhnlichem Mute zeigte, und sie war eben fertig damit, als Abdallah ihr meldete, es sei Zeit, die Früchte aufzutragen. Sie brachte dieselben und trug sie auf, sobald Abdallah den Tisch abgeräumt hatte. Hierauf stellte sie neben Ali Baba ein kleines Tischchen und auf dasselbe den Wein nebst 3 Schalen. Dann ging sie mit Abdallah hinaus, als wollte sie mit ihm zu Nacht speisen und um Ali Baba nicht zu stören, damit er sich mit seinem Gast angenehm unterhalten und ihm nach seiner Gewohnheit zusprechen könnte, sich den Wein schmecken zu lassen.
Jetzt glaubte der falsche Chogia Hussein, oder vielmehr der Hauptmann der 40 Räuber, der günstigste Augenblick sei gekommen, um Ali Baba das Leben zu nehmen. »Ich will«, sprach er bei sich selbst, »Vater und Sohn betrunken machen, und der Sohn, dem ich gerne das Leben schenke, soll mich nicht hindern, seinem Vater den Dolch ins Herz zu stoßen. Sodann will ich mich, wie das erste Mal, durch den Garten flüchten, während die Köchin und der Sklave noch mit ihrem Abendessen beschäftigt oder in der Küche eingeschlafen sind.« Morgiana aber hatte die Absicht des falschen Chogia Hussein durchschaut und ließ ihm nicht die Zeit, seinen boshaften Plan auszuführen. Statt ihr Abendbrot einzunehmen, zog sie ein sehr anmutiges Tanzkleid an, wählte einen passenden Kopfputz dazu, legte sich einen Gürtel von vergoldetem Silber um und befestigte daran einen Dolch, dessen Scheide und Griff von demselben Metall waren. Vor ihr Gesicht hing sie eine sehr schöne Maske. Nachdem sie sich nun so verkleidet hatte, sagte sie zu Abdallah: »Abdallah, nimm deine Schellentrommel und lass uns hineingehen, um vor dem Gast unseres Herrn, dem Freunde seines Sohnes, die lustigen Spiele aufzuführen, die wir ihm manchmal abends zum Besten geben.« Abdallah nahm die Schellentrommel, ging darauf spielend vor Morgiane her und trat so in den Saal. Hinter ihm kam Morgiane, die sich auf eine höchst ungezwungene und anmutsvolle Weise tief verneigte, gleich als bäte sie um Erlaubnis, ihre Geschicklichkeit zu zeigen. Da Abdallah sah, dass Ali Baba sprechen wollte, hörte er auf zu trommeln. »Komm nur herbei, Morgiane«, sagte Ali Baba. »Chogia Hussein mag urteilen, ob du etwas verstehst und uns dann seine Meinung darüber sagen.« Sodann sagte er, zu Chogia Hussein gewendet: »Du darfst nicht glauben, Herr, dass ich mich in große Unkosten versetzt habe, um dir dieses Vergnügen zu bereiten. Ich finde es in meinem eigenen Hause, und du siehst, dass es niemand als ein Sklave und meine Köchin ist, die mich auf solche Art belustigen. Ich hoffe, es werde dir nicht missfallen.« Chogia Hussein war nicht darauf gefasst, dass Ali Baba auf das Mal noch diese Belustigung folgen lassen würde. Er fing nun an zu fürchten, er möchte die Gelegenheit, die er gefunden zu haben glaubte, nicht benutzen können. Doch tröstete er sich für diesen Fall mit der Hoffnung, bei fortgesetztem freundlichen Umgang mit Vater und Sohn werde sich bald eine neue zeigen. Obgleich es ihm nun weit angenehmer gewesen wäre, wenn Ali Baba ihn mit diesem Spiele verschont hätte, so stellte er sich dennoch, als wüsste er ihm vielen Dank dafür, und war zugleich höflich genug, ihm zu erklären: »Alles, was seinem verehrten Gastfreunde Vergnügen mache, müsse notwendig auch ihm eine Quelle großer Freude sein.« Als nun Abdallah sah, dass Ali Baba und Chogia Hussein aufgehört hatten zu sprechen, so fing er aufs Neue an, seine Schellentrommel zu schlagen und sang ein Tanzlied dazu. Morgiana aber, die den geübtesten Tänzern und Tänzerinnen von Fach an Geschicklichkeit nichts nachgab, tanzte auf eine Weise, die bei jeder anderen, als gerade bei der hier anwesenden Gesellschaft, Verwunderung hätte erregen müssen. Am wenigsten Aufmerksamkeit schenkte der falsche Chogia Hussein ihrer Kunst. Nachdem sie nun mit gleicher Kraft und Anmut mehrere Tänze aufgeführt hatte, zog sie endlich den Dolch, schwang ihn in der Hand und tanzte einen neuen Tanz, worin sie sich selbst übertraf. Die mannigfaltigen Figuren, die sie bildete, ihre leichten Bewegungen, ihre kühnen Sprünge und auch die wunderbaren Wendungen und Stellungen, die sie dabei vornahm, indem sie den Dolch bald wie zum Stoße ausstreckte, bald sich stellte, als bohrte sie ihn in ihre eigene Brust, waren höchst anmutig anzuschauen. Endlich schien sie sich außer Atem getanzt zu haben. Sie riss mit der linken Hand Abdallah die Schellentrommel aus den Händen und, indem sie mit der rechten den Dolch hielt, bot sie die Trommel von der hohlen Seite Ali Baba hin, so wie Tänzer und Tänzerinnen, die ein Gewerbe aus ihrer Kunst machen, zu tun pflegen, um die Freigebigkeit ihrer Zuschauer anzusprechen. Ali Baba warf Morgiana ein Goldstück auf die Trommel. Hierauf wandte sie sich an Ali Babas Sohn, der dem Beispiel seines Vaters folgte.
Khogia Hussein, der sie auch zu sich kommen sah, hatte bereits seinen Geldbeutel gezogen, um ihr gleichfalls ein Geschenk zu machen, und griff eben hinein, als Morgiane mit einem Mute, der ihrer Festigkeit und Entschlossenheit alle Ehre machte, ihm den Dolch mitten durchs Herz bohrte, so dass er leblos zurücksank. Ali Baba und sein Sohn entsetzten sich über die Maßen ob dieser Handlung und erhoben ein lautes Geschrei. »Unglückliche«, rief Ali Baba, »was hast du getan? Willst du dich aus mich und meine ganze Familie verderben?« »Nein, mein Herr«, antwortete Morgiane, »ich habe es im Gegenteil zu deiner Rettung getan.« Hierauf öffnete sie Khogia Husseins Kleid, zeigte Ali Baba den Dolch, womit er bewaffnet war, und sagte dann zu ihm, »Da sieh, mit welchem kühnen Feind du zu tun hattest, und blicke ihm mit scharfem Auge ins Angesicht. Du wirst gewiss den falschen Ölhändler und den Hauptmann der 40 Räuber erkennen. Ist es dir denn nicht aufgefallen, dass er kein Salz mit dir essen wollte? Bedarf es wohl noch weiterer Zeugnisse für seinen verderblichen Plan? Noch ehe ich ihn sah, hatte ich schon Argwohn geschöpft, als du mir sagtest, dass du einen solchen Gast habest. Ich sah ihn darauf von Angesicht, und nun liegt der Beweis vor dir, dass mein Verdacht nicht unbegründet war.« Ali Baba fühlte in seinem innersten Herzen, welchen Dank er Morgiane schuldig war, die ihm nun zum zweiten Male das Leben gerettet hatte. Er umarmte sie und sagte zu ihr, »Morgiane, ich habe dir die Freiheit geschenkt und dabei versprochen, dass mein Dank es nicht dabei bewenden lassen werde und ich bald noch mehr für dich tun wolle. Diese Zeit ist gekommen. Ich mache dich hiermit zu meiner Schwiegertochter.« Hierauf wandte er sich an seinen Sohn und sagte zu ihm, »Mein Sohn, du bist ein guter Sohn, und ich glaube, du wirst es nicht unbillig finden, dass ich dir Morgiane zur Frau gebe, ohne zuvor deine Stimme zu hören. Du bist ihr ebenso großen Dank schuldig wie ich selbst, denn es ist klar, dass Khogia Hussein deine Freundschaft bloß dazu gesucht hat, um mir desto leichter meuchlerischerweise das Leben zu nehmen, und du darfst nicht zweifeln, dass er, wenn es ihm gelungen wäre, auch dich seiner Rache geopfert haben würde. Bedenke überdies, dass du in Morgiane, wenn du sie heiratest, die Stütze meiner Familie, solange ich leben werde, und die Stütze der deinigen bis ans Ende deiner Tage besitzen wirst.« Der Sohn gab nicht den geringsten Widerwillen zu erkennen, sondern erklärte im Gegenteil, er willige in diese Heirat nicht bloß aus Gehorsam gegen seinen Vater, sondern auch aus eigener Neigung ein. Hierauf traf man in Ali Babas Hause Anstalten, den Leichnam des Hauptmanns neben den übrigen Räubern zu begraben. Und dies geschah so geheim und in aller Stille, dass es erst nach langen Jahren bekannt wurde, als niemand mehr lebte, der bei dieser denkwürdigen Geschichte persönlich beteiligt war. Wenige Tage nachher feierte Ali Baba die Hochzeit seines Sohnes und Morgianes mit großem Glanze und durch ein prachtvolles Festmahl, das mit Tänzen, Schauspielen und den gewöhnlichen Lustbarkeiten gewürzt war. Auch hatte er das Vergnügen zu sehen, dass seine Freunde und Nachbarn, die er eingeladen hatte und die zwar die wahren Beweggründe zu dieser Hochzeit nicht wissen konnten, aber sonst die schönen und guten Eigenschaften Morgianes kannten, ihn laut wegen seiner Großmütigkeit und seiner Herzensgüte lobten. Ali Baba war nicht mehr in die Räuberhöhle zurückgekehrt, seitdem er die Leiche seines Bruders Kasim dort angetroffen und auf einem seiner drei Esel nebst vielem Golde zurückgebracht hatte. Denn er fürchtete, er möchte die Räuber dort antreffen oder von ihnen überrascht werden. Aber auch nach dem Tode der 38 Räuber, den Hauptmann mit eingerechnet, hütete er sich lange Zeit dahin zurückzukehren, weil er sich sorgte, die zwei anderen, deren Schicksal ihm nicht bekannt war, möchten noch am Leben sein. Endlich, nach Verlauf eines Jahres, als er sah, dass nichts mehr gegen seine Ruhe unternommen wurde, wandelte ihn die Neugierde an, abermals eine Reise dahin zu unternehmen. Doch ergriff er dabei die nötigen Vorsichtsmaßregeln zu seiner Sicherheit. Er stieg zu Pferd, und als er bei der Grotte anlangte, nahm er als gutes Vorzeichen, dass er weder Spuren von Menschen noch von Pferden bemerkte. Er stieg ab, band sein Pferd an, trat vor die Türe und sprach die Worte »Sesam, öffne dich«, die er noch nicht vergessen hatte. Die Türe öffnete sich,
Er ging hinein und aus dem Zustand, worin er alles in der Grotte antraf, konnte er sehen, dass ungefähr seit der Zeit, da der angebliche Chogia Hussein einen Laden in der Stadt errichtet hatte, niemand darin gewesen war und die ganze Bande der 40 Räuber ausgerottet sein musste. Auch zweifelte er nicht mehr daran, dass er der Einzige in der Welt sei, der um das Geheimnis, die Höhle zu öffnen, wisse, und dass der darin verschlossene Schatz gänzlich zu seiner Verfügung stehe. Er hatte einen Quersack mitgenommen. Diesen füllte er mit so viel Gold an, als er glaubte, dass sein Pferd tragen könnte. Und dann kehrte er zur Stadt zurück. Seit dieser Zeit lebten Ali Baba und sein Sohn, den er nach der Felsenhöhle führte und in das ganze Geheimnis, sie zu öffnen, einweihte, desgleichen ihre Nachkommen in hohem Glanze und geschmückt mit den höchsten Ehrenstellen der Stadt. Das war das Märchen von Ali Baba. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hoch klickst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.